Das ist Markus und hier lebt Markus in einer naturbelassenen und abgeschiedenen Bergregion Europas. Markus erzeugt Käse, der dank der gesunden Umwelt und der traditionellen Herstellungsweise herrlich und einzigartig ist. Sein intensives Aroma erinnert Markus immer an den Großvater, der ihm das Käsemachen beigebracht hat. Aber es läuft nicht alles rund für Markus und seinen Käse. Neue Märkte zu erschließen ist kostspielig und braucht Zeit. Zeit, die ihm für die Arbeit auf dem Hof fehlt. Rohstoffe sind teuer und schwer zu besorgen. Und schlechte Bergstraßen machen den Transport mühsam. Einige Händler kaufen den Käse nicht, weil Markus nur saisonal und in kleinen Mengen liefern kann. Außerdem kommt der rustikale Käse manchen Kunden komisch vor. Und sie trauen sich nicht, ihn zu versuchen. Dabei ist jeder, der ihn probiert, begeistert. Alles in allem hat's Markus nicht leicht. Aber er lässt sich nicht unterkriegen, denn schon sein Großvater sagte, nur die Harten kommen in den Garten. Markus gründet eine Landwirtschaftskooperative mit Peter und Rita, die ähnlichen Käse in benachbarten Tälern produzieren. Sie entwickeln zusammen eine Marke. Durch gemeinsame Verpackung, Werbung und Transport können sie effizienter arbeiten. Die Händler sind aufgeschlossener, weil Markus, Rita und Peter zusammen größere Mengen liefern können. Sie verkaufen den Käse zwar weiterhin direkt auf den Höfen, aber zusätzlich auch in Supermärkten, Feinkostläden, auf Bauernmärkten und sogar über das Internet. Durch gut zusammengestellte Informationen auf Etiketten, Postern und in Broschüren haben sie die Meinung der Kunden über den Käse verändert. Nun sind die Leute ganz verrückt danach. Sie wissen über die sorgsame, traditionelle Herstellungsweise Bescheid und kennen deren Bedeutung für die regionale Wirtschaft. Jetzt schmeckt der Käse für die Kunden nach Berglandschaft und Lokalkultur. Mit der Zeit wird der Käse von Markus genauso berühmt wie die wunderschöne Bergregion, in der er produziert wird. Zudem wird der Käse auch im Tourismus benutzt, um die Region zu vermarkten. Und es funktioniert tatsächlich. Hotels und Restaurants geben ihren Speisen mit dem Käse eine zünftig regionale Note. Besucher kommen aus aller Welt zu Peters famosen Käsepartys. Andere helfen beim Käsemachen auf Ritas neuem Erlebnishof. Als nächstes wollen die drei einen Käsewanderweg mit Übernachtungen auf die Höfen einrichten. Sie wollen versuchen, Gelder von der EU dafür zu bekommen. Und sie haben auch schon eine Idee, wie sie ein europäisches Label für Bergprodukte nutzen können. Ja, und so läuft es schon viel besser für Markus. Es läuft sogar so gut, dass er drei neue Mitarbeiter einstellen konnte, um die Nachfrage zu bedienen. Und das Beste ist, Markus' Tochter will den Hof übernehmen, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat. Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Ähnliches kann auf andere Produkte und Regionen übertragen werden. Klar, es gibt viele Hindernisse, die man überwinden muss. Und es braucht harte Arbeit und gute Planung. Aber Bergprodukte bieten wirklich tolle Chancen.